Warum du dein Leben leben darfst und damit den Erfolg kreierst, nicht nur im Privaten, sondern auch im Geschäftlichen. Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Zimmermann. Ich bin Business Life Coach und unterstütze Coaches, Berater, ihr Geschäft erfolgreich zu gestalten und sich so zu verkaufen, um möglichst schnell Kunden zu gewinnen. Und ich habe wieder heute bei mir die großartige, geniale Conny Liv. Stell dich doch kurz vor, Conny. Bitte. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Willkommen bei Beam Up Your Business. Ja, der Live-Talk, der dein Leben bereichert, der dein Unternehmen bereichert und dich aufs nächste Level bringt. Ich bin die Gründerin von Soul Voice Sound. Ich bin Unternehmerin und Singer-Songwriterin. Und an alle Musiker da draußen, das geht an euch, an Sänger. Ich begleite euch, dass ihr Stimmenblockade frei seid, dass ihr Erfolg habt mit eurer Stimme und vor allem, dass ihr eure Message, die ihr an die Welt habt, endlich rausbringt, weil die Musik wird jetzt gebraucht. Also bleibt dran. Und deswegen haben Martin und ich auch uns einfach gedacht, wir nehmen jede Woche einen anderen Song, ja, weil uns Musik verbindet, mich sowieso. Ich lebe Musik, ich bin Musik. Und ich gebe gleich an Martin ab, welchen Song wir uns heute ausgedacht haben. Habt ihr im Intro schon gehört? Genau, es geht darum, Life is Life von Opus. Ein Lied, was mich schon seit meiner frühen Kindheit begleitet, weil es immer darum ging, ja, zusammenzugehören. Da schreien viele Menschen in diesem Live, in dieser Live-Atmosphäre zusammen diesen Refrain. Und es geht darum, sein Leben zu leben, zusammenzuhalten, sich zu motivieren und sich gegenseitig aufzustacheln, anzustacheln und groß zu werden, gemeinsam das Beste zu geben. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und warum machen wir das Ganze auch nochmal ganz kurz für dich als Zuschauer? Was bringt uns dazu, diese Musik mehr in den Vordergrund zu stellen oder auch als Begleitung hier mit reinzunehmen in unsere Themen, wo es auch ums Geschäftliche geht? Ist ja der, weil Musik ist ja letztlich sowas wie unser Soundtrack. Ich nenne es immer so, ist mein Soundtrack, mit dem ich durchs Leben fahre, in meinem Auto, wenn ich mein Lebensgefährt mal als Auto bezeichne. Denn wir verbringen so viel Zeit mit Musik hören, es wird uns immer alle, besonders große Ereignisse in unserem Leben sind immer untermalt von Musik, ob es Geburtstage sind, Hochzeiten, was auch immer es für Feiern sind, es ist immer Musik dabei. Der Radio läuft meistens auch nebenbei, früher zumindest, und da kamen immer super Lieder, so wie dieses hier. Und deswegen wollen wir euch das näher bringen, was diese Musik denn für uns bedeutet, was die Texte auch bedeuten, weil mit denen konnten wir früher wenig anfangen, weil wir noch zu klein waren, um Englisch zu verstehen auch. Beziehungsweise wachsen wir ja auch weiter und entwickeln uns und sehen das dann auch in einer anderen Perspektive. Auch wenn wir den Text dann irgendwann mal verstehen, sehen wir ja jedes Mal, wenn wir drauf schauen, andere Bedeutungen als vielleicht noch am Vortag. Also das wollen wir klar rausstellen, dass es darum geht, mit Musik aufzuwachsen, bedeutet auch mit Musik zu wachsen, mit Musik groß zu werden und sich zu verbinden. Das ist für mich die internationale Sprache überhaupt, ist Musik. Und das wollen wir in diesen Videos, in dieser Videoserie auch euch, dir näher bringen. So, zum Thema. Deswegen gleich auch an euch. Ich hake mal hier kurz ein, Martin. Also wenn du das jetzt gerade siehst und sagst, boah, cool, ich habe auch eine Playlist meines Lebens. Wir haben ja alle so Playlisten, ja. Und wir sollen für euch mal irgendwie einen Songtitel auseinandernehmen, was wir daran sehen, auch für dein Leben und dein Business. Könnt ihr gerne mal runter in die Kommentare schreiben, was bei eurer Playlist drauf ist, weil ich habe Opus noch auf Schallplatte. Ja. Also ich war ja, wie alt war ich? 84, hast du mir vorher erzählt, kam der Song raus. Das heißt, ich war 8. Wie alt warst du? Ich war 3. Seht ihr, also mit 8 habe ich jetzt noch nicht so auf den Text gehört, aber wir wollen natürlich, dass ihr uns auch ein bisschen so erfahrt, wie wir so drauf sind. Ich kann es nur bestätigen, Martin. Ich sitze noch mit meiner Schwester, die fast 10 Jahre älter ist. Wir haben noch mit wirklich ein Mikrofon in der Hand gehabt und haben so am Radio das auf Kassette aufgenommen, die Hitparade, jeden Freitagabend. Ja, war das bei euch auch so? Mit Mikrofon nicht, aber auf jeden Fall mit einem Kassettenrekorder. Saß ich auch oft nächtelang und habe immer auf die Stopptaste gedrückt und genau abzustimmen, dass ich ja keine,
keine Moderatorenstimme drauf bekommen. Also das war noch Zeit auf jeden das Fall. War super, ja. Und ich denke, dass ihr einfach auch gern mal reinschreibt, wann ihr den Song zum ersten Mal gehört habt, vielleicht in welchem Kontext. Und so wie Martin vorher erzählt hat, was hat der mit euch gemacht? Habt ihr den in der Disco gehört oder so wie ich auf Schallplatte? Bevor wir jetzt richtig reingehen zu den Tipps, ja, du hast schon, wir haben schon gesagt, warum dein Leben ist. Darf ich anfangen, was ich dazu denke, Martin? Ist das okay? Weil gerne. Das wäre jetzt auch die Frage an euch da draußen. Lebst du wirklich dein Leben? Ja, life is life. Also warum dein Leben ist, da würde ich dich fragen, lebst du wirklich dein Leben oder lebst du die Wünsche, Träume, Ziele, Erwartungen deines Umfelds? Ja, oder gehst du wirklich dein Leben und sagst, ja klar, jeden Tag lebe ich absolut volle Kanne, ich schöpfe das Leben aus, mein Leben. Damit würde ich mal anfangen und gleich an dich rübergeben. Martin, ja, danke schön. Ja, es geht ja darum, wie du schon gesagt hast, die erste Strophe beginnt gleich damit, wenn wir alle unser Bestes geben, wenn wir alle unsere Kraft, unsere Energie reinsetzen in dem, was wir tun, dann haben wir eine riesen Auswirkung auf unser Umfeld. Dann kreieren wir auch was Großartiges, was dann auch wieder zu uns zurückkommt. Dann sind wir auch wieder bei diesem Geben und Nehmen. Wir geben unser Bestes rein, wir geben unsere Energie rein. Das ist die Frage, bist du momentan in dieser Lage, siehst du dich in dieser Lage, dass du mit dem, was du tust, was dem, was du ständig tust, an was du, und das Tun fängt ja immer damit an, was wir denken, denkst du immer daran, dein Bestes zu geben? Und bist du auch fähig, überhaupt dein Bestes zu geben? Weil es geht ja auch dann darauf zurück, weil was du machst, ist es das überhaupt, was du machen willst? Und da bist ja auch du die Expertin, Conny, wenn es darum geht, auch deinen Seelenweg zu gehen, beziehungsweise das machen wir alle letztlich, weil ich will dich und den Menschen auch zeigen, dass man eigentlich nur den Erfolg haben kann, den man wirklich haben will oder den man auch haben soll, was das Universum auch zurückbringt, ist ja auch letztlich darauf zurückzuführen, in dem, was ich tue, was ich raussetze für Energien, die dürfen aus dem Herzen kommen und dürfen diese Freude ausstrahlen. Und nur wenn ich diese Freude auch lebe, dann kann ich jede Minute, und dann heißt es ja every minute of an hour, don't think about the rest, denk nicht an was anderes, denk nicht an den Rest, denk auch nicht an andere Menschen, was die von dir denken, sondern mach es wirklich aus dem Herzen raus, mach es aus dir raus und dann erst kann es entstehen, was du wirklich willst und was du auch, dann kommt auch das zurück, was du brauchst, nämlich ja letztlich deine Herzensenergie kommt auch dann wieder von den richtigen Menschen, von den richtigen Kunden, mit den richtigen Geldbeträgen auf dich zurück, wenn du das anziehst, was du wirklich ausstrahlst. Und darauf geht es ja, also das ist immer für mich die Grundregel, so die Konzentration auf dich selbst. Ich nenne es auch immer Ego-Killen. Du siehst dich nicht schlechter oder besser als die anderen, sondern machst einfach dein Ding, ziehst es durch, weil du weißt, dass es sich richtig anfühlt. Und darum geht es halt wieder auch immer, sich diese Fragen zu stellen. Tue ich das, was mir Spaß macht? Benutze ich all meine Stärken und wende sie auch an? Weil dann sind wir auch wieder bei diesem Nutzungsgesetz, hast du vielleicht auch schon gehört. Wenn alles, was ich nicht nutze, meine Energie, meine Stärke, meine Liebe, geht ja verloren. Also Energie geht nicht verloren, aber zumindest die Zeit geht verloren, die ich hätte anwenden können dafür, das zu machen, was ich wirklich von Herzen will. Und das ist für mich diese Kernbotschaft in diesem Lied. Lebe dein Leben so, wie es wirklich zu dir passt und damit inspirierst du, ziehst auch die Leute, die Menschen, das Geld, die materiellen Dinge an, alles, was du dir vorstellen kannst, weil du wirklich der bist oder die ja, mit voll aus sich herauskommt und diesen Moment eben auch lebt, was sie in diesem Lied auch mal wieder sprechen, dass es darum geht, hier jede Minute bin ich voll da bei mir und gebe mein Bestes. Also die Frage ist, gibst du dein Bestes? Mhm. Würde ich gerne noch ergänzen für euch da draußen, gibst du dein Bestes? Aus meiner Sicht tust du das immer. Aus dem momentanen Bewusstseinszustand, wo du gerade stehst. Ja, und weil es kann sehr schnell, also ich weiß das von früher, dass es dann so oft, oh ja, ich gebe mein Bestes, dass das auch wieder ein bisschen zwanghaft werden konnte bei mir, dass ich gemerkt habe, ich setze mich selber unter Druck. Und du kannst diesen Druck rausnehmen, das ist für mich schon der nächste Tipp an euch, indem du dir einfach ins Bewusstsein rufst, ins Gewahrsein holst, dass du immer dein Bestes gibst, nach dem Wissensstand,
nach deiner Entwicklung, nach dem, wie du dich selber siehst, wie du gerade das Leben siehst. Life is life, ja. Wie siehst du das Leben momentan, ja? Welche Glaubenssätze hast du darüber? Und dass du in dem Moment, wenn du sagst, oh geil, ja, ich sehe das Leben als tolles Leben, als Kraftquelle zum Beispiel, ja. Ich gebe mal auch einen negativen Glaubenssatz mal hier rein. Ja, viele denken ja, sie sind hier strafversetzt auf der Erde. Ich muss jetzt irgendwie durch alles durchgehen. Und das Leben ist hart oder das Leben ist irgendwie anstrengend. Dann, weil wir beide ja sehr mit dem Gesetz der Resonanz auch arbeiten, dann sagt das Universum und das göttliche Prinzip sagt ja, halt, okay, dir geschehe nach deinem Willen, dann bekommst du das halt, ja. Wenn wir Life is Life sagen, wenn wir sagen, when you all feel the power, dann gehe ich mal für mich, für meinen zweiten Punkt hier rein. Wenn du diese Kraft in dir spürst, das wäre meine Frage an dich, spürst du deine Kraft? Fühlst du vielleicht auch die Kraft, mit der du verbunden bist, die dein Herz schlagen lässt, jeden Tag, die dich versorgt, in deinen Lungen mit Luft und siehst du und fühlst du diese Kraft, lässt du die durch dich laufen und tust du aus dieser Kraft heraus dein Leben eben deins, das, was du leben willst. Nicht, was Mama, Papa und Schwiegermutter oder irgendwie Schwiegervater von dir will. Auch nicht deine Kinder, ja, sondern was du möchtest. Lebst du es und bist du so in der Liebe zu dir selber, dass du authentisch bist, was du gerade vorher angesprochen hast, Martin, dass du so zu dir selber stehst. Und diese Kraft durch dich laufen lässt und damit merkst, okay, du hast viel zu geben, when we all get this power, ja. Du strahlst das dann wieder aus, ja. Du kreierst deine Zukunft, wie du vorher gesagt hast und. Weil wenn du immer die gleichen Gedanken denkst, hast du immer wieder die gleichen Gefühle dazu, hast du immer wieder die gleichen Handlungen und Gewohnheiten und du wirst immer wieder die gleichen Ergebnisse haben. Darüber singt er, ja. Is a memory of the past. Ja? Every minute of the future is a memory of the past. Meine Frage ist, willst du das mal verändern, wenn dir Sachen da nicht gefallen am Ende? Aha. Weil ich will nicht immer die gleichen Gedanken denken. Ich bin nicht die Person, die ich gestern war. Und ich werde auch nicht die Person sein, die ich, also morgen, auch nicht, die ich heute war. Ja. Also das sind so meine Tipps, die ich rausgenommen habe. Ich gebe wieder an dich zurück. Martin, was du noch ergänzen möchtest? Ja, danke schön, Conny, für das Teilen und für diese Tipps. Und da geht es ja auch letztlich darum, diese Entscheidungen, sich bewusst zu sein, dass mich jeden Tag jemand anders sein kann, besser sein kann, dass ich immer mein Bestes zwar gebe, aber ich kann ja immer mal wieder fragen, so wie kann es besser gehen, wie kann es leichter gehen? Die Fragen würde ich dir auch zu Herzen legen, um zu sagen, wie kann ich leichter sein? Wie kann ich mehr in meiner Kraft sein? Und dann sind wir auch wieder bei diesen Glaubenssätzen, die du vorhin genannt hast. Ich muss jetzt hart arbeiten und ich muss mehr machen, damit ich zu mehr Ergebnissen komme. Nein, es geht darum, wirklich zu dir zu sagen, wie kann es leichter sein? Wie kann ich mehr bei mir sein? Und wenn ich mir allein diese Frage schon stelle, wie kann ich mehr bei mir sein? Dann merke ich auch, so alles, was ich eigentlich so aus dem Druck heraus mache und aus dem Zwang, ist eigentlich nicht für mich. Ja, das ist ja, weil ich vielleicht noch irgendwie ein Mangeldenken habe. Weil ich noch, und so ging es mir auch früher, weil ich dachte, ich muss jetzt jemand noch was beweisen vielleicht. Weil wenn Menschen sehen, dass ich 2 Stunden am Tag auf der Couch liege oder und über Nacht und mich ja in diesem kreativen Zustand bin, der Ruhe, dann tue ich ja nichts. Also das ist auch für mich das Wichtige zu sagen, ich komme in diesem Moment, im Moment, in dieser Ruhe, schaffe ich es, zu mir zu kommen, mein Leben zu leben und auch wieder immer wieder neu zu kreieren und mir vorzustellen. Und wie du schon gesagt hast, auch immer diese Entscheidung bewusst zu sein, dass tue ich jetzt gerade Dinge aus meinem Ego raus oder aus meinem alten Ich, also aus meinem gestrigen Ich, weil ich ja immer wieder unbewusst die Gedanken aus meiner Vergangenheit ja neu lebe, weil ja vieles noch nicht abgearbeitet ist, wenn ich mich noch nicht beschäftigt habe, was mich runtergezogen hat, was mir diese alten Glaubenssätze mitgegeben hat, woher die kommen, dann bin ich ja, deswegen habe ich vorher dieses Zeichen gemacht, bin ich ja in dieser Endlosschleife. Und das sagt er auch in diesem Lied, in der zweiten Strophe sagt er,
you call when it's over, you call it should last. Also du sagst es, wenn Ende zu Ende ist und du bestimmst, ob es andauert oder nicht. Also sprich, jeden Moment sich bewusst zu sein und zu sagen, agiere ich jetzt aus meinem neuen, aus meinem besseren Ich, aus dem, wie ich mich wirklich sehe, oder bin ich immer noch in diesem alten Zustand des egoistischen Denkens und ja, dieser ich würde mal eher sagen, diesen schwachen Zustand des gelebt werdens. Weil letztlich ist ja nicht, anderen was beweisen zu wollen, ist ja, man lebt dann für andere, man ist auch vielleicht zu sehr in der Anpassung und macht nicht das, was man wirklich will. Und so ging es mir auch früher. Und je mehr ich gemerkt habe, ich darf immer mehr zu mir kommen und die Dinge so tun, wie es sich für mich richtig anfühlt, dann wirklich auch entsprechend auf den Markt, auf andere Menschen. Das ist anziehend und nicht so zu sein, wie ich denke, dass es richtig ist, weil ich vielleicht meine Eltern nachahme oder meine Freunde oder Menschen, die ich im Internet gesehen habe, sondern ich wirklich zu mir zu kommen und deswegen die Frage zu stellen, bin ich wirklich bei mir? Das ist so die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Bin ich bei mir oder bin ich woanders? Also wunderbar. Danke, Martin. Wir wollten ja schön kurz und knackig machen. Ja. Ja. Wenn du Unternehmer bist, wenn du Singer-Songwriter bist, wenn du Musiker bist, das kann ich dir immer wieder nur mitgeben, auch vor allem an die Musiker, du bist auch Unternehmer, ja, dann wäre wirklich nochmal reinzuspüren zum Abschluss, ja, lebst du auch das, was du willst? Also gerade Musiker, die zum Beispiel schon ein Label haben, Plattenverträge, bist du auf dem Weg, wo du sagst, ja, ich mache auch wirklich meine Musik, ja, wenn du noch nicht so weit bist, auf wen hörst du? Das ist der Tipp, den ich mitgebe. Who do you listen to? Du hörst bitte immer auf die Menschen, die da sind, wo du hin willst. Ja? Die da sind, wo du gerne sein möchtest. Und alle anderen, die dir darüber was erzählen wollen. Ja, jetzt, keine Ahnung. Deine Mama will dir jetzt was über dein Leben und dein Unternehmen sagen, ist aber selber jetzt nicht in Musikerin oder hat keine Ahnung von Singen, was auch immer. Du verstehst mich da draußen. Der würde ich jetzt nicht mehr länger zuhören. Dann würde ich sagen, danke Mama, dass du mich geboren hast. Ja, ich wertschätze dich, aber ich höre jetzt auf Menschen, die mich weiterbringen können. Und dafür sind wir ja da, Martin. Deswegen machen wir hier die Videos für euch und zeigen euch, welche Steps wir meistern durften, um jetzt da zu sein, da zu stehen, wo wir stehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr von uns wollt, liked unseren Kanal, ja, und folgt uns gerne auf Instagram und bei mir auch auf Facebook und natürlich jeden Freitag auf Clubhouse 18 Uhr. Und wer mitdiskutieren möchte, holt sich die App Clubhouse, weil dann holen wir euch auf die Bühne im Erfolgsraum Business und da sprechen wir weiter. Das war jetzt mein Schlusswort. Ich gebe an dich ab. Ja, ich kann da nicht mehr hinzufügen. Conny, vielen Dank für die tollen Worte, für die Inspiration. Und was ich nur noch sagen will, das Fazit ist, was mir auch dieses Lied weitergegeben hat, nochmal, ist, dass das Leben einfach zu leben. Es ist viel zu kurz, um nicht das Beste da rauszuholen und auf Sparflamme zu fahren, sondern es geht darum, ja, mit in seinem Rhythmus, in seiner Energie zu sein und damit ja durchzustarten. Ob du jetzt Musikerin bist, Musikerin oder Unternehmer, Unternehmerin, es geht darum, wirklich dein Leben in die Hand zu nehmen, wieder die Kontrolle zu übernehmen, wie du gesagt hast, Conny, mit sich, mit den Menschen abzugeben, mit denen man sich, die einen weiterbringen, die einen unterstützen. Und dann kommt man auch entsprechend in Fahrt und bekommt die Erfolge, die man sich wünscht. Wunderbarer Satz. Wir sehen uns nächste Woche. Das war's von uns. Beam up your business. Martin Zimmermann und meine Wenigkeit. Ciao. Ja, beam me up, Conny. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.